Hallo Lego-Zug-Freunde und willkommen heute zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mir mal gedacht, wir machen heute mal ein komplett anderes Video. Und zwar zeige ich euch heute mal einen ganz normalen Tag, so wie bei mir halt ein YouTube-Tag ausschaut. Und ja, heute geht es ja mal um diese riesengroßen Sortierboxen. Ihr kennt sie ja von meinen Videos. Und die stehen aktuell wirklich nur hier auf dem Tisch. Der Tisch soll ja später dann auch noch gebaut werden. Nur ich kann einfach so nicht weiterarbeiten, weil einfach alles voll ist. Und deshalb werden wir heute diese wunderschönen Sortierboxen hier anbringen. Ihr seht schon, eine Leiste haben wir hier schon montiert. Und jetzt fehlen noch die anderen Leisten und hier werden dann die Boxen später draufhängen, wenn alles klappt. Und das zeige ich euch heute unter anderem. Und natürlich dann alles andere, was ich so an einem ganz normalen YouTube-Tag machen werde. Da zählt natürlich auch dazu, Steine bestellen, Videos schneiden, Lego-Stadt natürlich weiterbauen, andere Konzepte machen. Das seht ihr alles heute in dem Video. Aber jetzt einmal ein paar kleine Sequenzen, wie hier das Sortiersystem entsteht. So sieht es aus, meiner Meinung nach einfach nur ein Traum. Wir haben uns zwar nicht sehr professionell verhalten, wie wir diesen Abstand hier vermessen haben, das habt ihr eh vielleicht gesehen, aber man kann da gar nichts sagen, es sind wirklich nur 1-2 mm dazwischen. Das ist echt, echt cool geworden. Da auf der Seite natürlich haben wir Platz gelassen, damit sich das auch mit der Tür schön ausgeht. Da gibt es auch keine Probleme, da kurz davor muss ich noch Stopp machen, da unten wird dann noch ein Stopper hinkommen. Aber sonst, Türe kann man ganz normal öffnen. Ja, so sieht es aktuell aus. Da kommen natürlich oben jetzt noch 4 weitere rein, beziehungsweise also 2 weitere Reihen, das heißt oben noch 8 Boxen. Und unten wird es dann auch noch eine weitere Reihe geben. Aber wie ihr wisst, gibt es die aktuell nicht zu kaufen. Deshalb warte ich da und kaufe dort dann wieder meine 10 Boxen. Abgesehen davon, dass halt noch nicht die Sortierung ganz passt, das muss man natürlich da machen, wenn man halt mehr Boxen zur Verfügung hat. Ist jetzt eh, da ist grün, da unten ist noch grün, aber so ist das halt. Der Tisch sieht jetzt so aus, ja, noch immer nicht ganz perfekt, aber dafür sind die riesen Boxen mal weg. Das wird dann noch zusammengeräumt, ich werde mich aber dann wieder melden, wenn wir beim nächsten Thema sind, von den Dingen, die ich so an meinem YouTube-Tag mache. Nachdem die Sortierboxen jetzt für die Lego-Stadt fertig ist, muss ich die anderen Sortierboxen aufbauen. Und zwar sind das jetzt große Sachen, also wirklich große Boxen. Das sind in dem Fall jetzt eigentlich die kleinsten, das sind dann die größeren. Das ist dann alles für die Firma, die kommen hier hin. Und das ist eigentlich auch so ein Teil, was ich in meinem YouTube-Tag mache. Ich arbeite auch ziemlich viel für meine Firma, Stoneheap Instructions. Für alle Leute, die es noch nicht kennen oder noch nicht mitbekommen haben. Aktuell verkaufen wir nur PDF-Bauanleitungen, aber ja, ihr seht es ja, es kommen auch so kleine Sortierboxen daher. Das heißt, der eine oder andere kann sich dabei selber was jetzt zusammenreiben. Natürlich haben wir auch andere Sortierboxen, die jetzt auch, also die man jetzt auch schließen kann. Gibt auch einige davon. Und das wird jetzt mal
hier hingebaut. Nun sind wir auch fertig. Wir haben auch dieses wunderschöne Sortiersystem fertig gebaut, wie ihr gerade im kurzen Zeitraffer gesehen habt. Ja, eins musste ich freilassen wegen dem Lichtschalter, weil sonst kann ich nicht das Licht auf- und abdrehen. Aber das konnten wir eigentlich auch sehr gut einbauen in das Ganze. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist jetzt eigentlich für die Firma. Manche sind halt zu. Dort kommen dann eher die Sachen hinein, die man nicht so oft verwendet. Und die Sachen, die halt offen sind, kommen natürlich dort die Steine, die man öfter braucht, beziehungsweise unten sind ja größere. Da kommen dann noch die Sachen, die man halt am meisten braucht. Mit dem Video solltet ihr eigentlich nur eine ungefähre Ahnung haben, was ich so an einem YouTube-Tag von mir mache. Und das zählt unter anderem auch dazu, für meine Firma halt planen, Sachen machen. Und die werde ich jetzt natürlich auch befüllen. Nur das werdet ihr jetzt nicht sehen. Deshalb gehen wir gleich weiter mit dem nächsten Thema, was ich so an einem YouTube-Tag mache. Was ich auch manchmal mache, ist natürlich auch zusammenräumen. Das muss man immer wieder mal machen und das werde ich jetzt auch gleich machen. Damit es aber für euch nicht so langweilig ist, melde ich mich in einer Sekunde wieder retour. Tada! Fertig das Ganze. Jetzt ist das auch mal wieder zusammengeräumt. Ja, ein paar Sachen habe ich jetzt hier noch. Schön zusammengeschlichtet, sage ich jetzt einmal. Aber ja, das sind so die Sachen, die ich an einem YouTube-Tag mache. Zwar räume ich nicht immer auf, da bin ich ja ehrlich, das schaut ja jedes Mal katastrophal aus. Aber ich habe das Ganze gleich einmal genutzt, damit das mal wirklich mal schön sauber ist. Was ich sonst noch alles so mache, das, ja, Rechnungen zusammenlegen, schön einsortieren, wegen Steuern, ganz interessantes Thema, also wegen Buchhaltung und sowas. Sonst bestelle ich natürlich bei Bricklink die ganzen Einzelsteine für die nächste Folge. Das Wichtigste, ich drehe ein YouTube-Video, so wie jetzt. Und ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Der Tag hat eh nur 24 Stunden, das heißt, alles kann ich eh nicht machen. Aber das sind so Sachen, die ich an einem YouTube-Tag mache. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr, was ich sonst so mache, außer wirklich an der Stadt weiterbauen. Es ist ja ziemlich viel, was dahinter alles ist. Das Videoschneiden muss ich ja auch noch machen. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Das dauert auch ein paar Stündchen. Aber wie ich schon gesagt habe, jetzt habt ihr einen groben Einblick, was ich so an meinem YouTube-Tag mache. Ich hoffe, euch hat dieses andere Video mal gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ein Start-Update-Video. Ihr seht, da hinten haben wir ein Gebäude, das müssen wir nächstes Mal fertig bauen. Das heißt, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, bleibt gesund und ciao!